Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Bundesverfassungsgericht hat die Sanktionspraxis bei Hartz IV in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Heute greifen wir, Grüne und Linke, gemeinsam mit einem Antrag dieses Urteil auf. Wir nehmen den Ball auf, den unser höchstes Gericht an uns alle als Gesetzgeber gespielt hat, nämlich die Frage zu klären, ob es überhaupt Bedingungen für ein Mindestmaß an sozialer Absicherung geben sollte und ob diese Bedingungen durch Sanktionen erzwungen werden können. Wir finden, nein, diese Sanktionen sollte es nicht geben. Soziale Grundrechte stehen allen Menschen zu und dürfen nicht unterschritten werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitswelt ist im Wandel. Ganze Branchen verändern sich. Manche Arbeitsplätze fallen weg, andere kommen neu hinzu. Digitalisierung und Transformation sind die großen Megatrends der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Diese großen Veränderungen bringen viele Chancen, aber sie machen Menschen auch Angst. Angst vor Jobverlust und damit auch Angst vor sozialem Abstieg. Soziale Sicherung bedeutet Teilhabe, bedeutet in Würde leben zu können, und zwar unabhängig davon, ob man gesund oder krank, leistungsstark oder weniger leistungsstark ist, unabhängig davon, welchen familiären oder Bildungshintergrund man hat. Das zu garantieren, ist keine persönliche, sondern eine politische Aufgabe. Es ist dieses Vertrauen und diese Sicherheit, die Menschen stark macht, sodass sie ihre Talente entfalten und auch große Veränderungen meistern können. Sanktionen unter das Existenzminimum passen nicht dazu, denn sie bedeuten Misstrauen, sie bedeuten Androhen und Bestrafen. In Artikel 1 unseres Grundgesetzes heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar, und dort steht nicht, die Würde der Erwerbstätigen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dazu passen Sanktionen unter das Existenzminimum nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. In Berlin wurde im letzten Jahr eine Frau zwangsgeräumt. Und diese Frau passt so gar nicht in das Bild der faulen Arbeitslosen, das sehr oft leider gezeichnet wird. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Mutter von 3 Kindern. Nach einer Trennung und Verlust ihres Jobs leidet sie an Depressionen und versucht irgendwie, die Trennung und den Umzug zu bewältigen. Das Jobcenter schreibt ihr nun, sie müsste zu einem Termin vorstellig werden, aber die Frau ist krank und reicht das falsche Formular ein. Erste Sanktion. Die Gelder werden gekürzt. Sie legt Widerspruch ein, aber leider nicht korrekt. Kurz darauf soll sie wieder ins Jobcenter kommen, aber sie kann nicht, weil eines der Kinder eine Lungenentzündung hat. Zweite Sanktion. Die Gelder werden weiter gekürzt. Sie hat Angst vor dem Mitarbeiter im Jobcenter und deshalb ignoriert sie seine Vorladungen. In dieser Spirale war es irgendwann zu spät und die ganze Familie wird zwangsgeräumt. Liebe Kollegen, jetzt kann man natürlich sagen, naja, selber schuld, hätte sie halt irgendwie schaffen können. Man kann aber auch sagen, dass diese Praxis mit der Würde des Menschen und mit dem Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes nicht vereinbar ist. Mit unserem Antrag, den wir heute vorlegen, schaffen wir nach dem Urteil auch Rechtsklarheit. Und zwar da, wo gerade leider wenig Rechtsklarheit ist. So gibt es leider widersprüchliche Aussagen seitens der Bundesagentur für Arbeit. Einmal heißt es, man würde jetzt komplett auf Sanktionen verzichten, auch auf die verschärften für junge Erwachsene. Dann heißt es, Verfahren könnten weiterlaufen, nur Entscheidungen sollten zurückgestellt werden und Sanktionen auf Meldeversäumnisse seien von dem Urteil sowieso nicht betroffen. Wir erwarten, dass das Sozialministerium hier seiner Fachaufsicht nachkommt und schnell Rechtssicherheit schafft. Es wäre nämlich Wahnsinn, wenn die Jobcenter jetzt immer mehr Nachweispflichten über die Wirkung von Sanktionen erbringen müssen, Härtefälle im Einzelfall immer durchprüfen müssen. Denn wenn wir weiter an Sanktionen festhalten, dann müssen sie genau das tun. Und dann käme jede Menge neue Bürokratie auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu. Und das ist wertvolle Zeit, die für die Beratung und die Vermittlung in Arbeit fehlt. Und deswegen sagen wir, Sanktionsfreiheit bedeutet Rechtsklarheit, bedeutet mehr Zeit, weniger Klagen vor den Sozialgerichten, weniger Widersprüche, insgesamt also ein besseres Klima in den Jobcentern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei den Reaktionen auf das Urteil wundert man sich aber leider gar nicht, warum Hartz IV so sehr zum Symbol für Abgehängtsein geworden ist. Da wird tagelang in einer großen Zeitung von den Schmarotzern der Nation gesprochen, die sich jetzt auf der Hängematte ausruhen könnten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu nur 2 Entgegnungen. Erstens, ein Leben am Rand der Gesellschaft ist alles andere als lustig. Es bedeutet Verzicht, es bedeutet Scham und es bedeutet Ausgrenzung. Und zweitens, Armut ist ein Mangel an Geld und nicht ein Mangel an Charakter. Diese Sicht auf Armut ist einfach nur menschenfeindlich.
Und davon müssen wir weg. Menschen wollen arbeiten. Sie tun das, und zwar oft zu widrigen Bedingungen. 1,2 Millionen Menschen arbeiten, müssen aber aufstocken, weil sie zu wenig verdienen und müssen sich dann nur noch als Harzer und teilweise als Schmarotzer bezeichnen lassen. Viele Erwerbslose bekommen das dritte oder vierte Bewerbungstraining oder Warteschleifen, statt tatsächlich die Chance, einen Berufsabschluss in einem Job mit Zukunft nachzuholen. Für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt sind Kooperation und Vertrauen zwischen Arbeitssuchenden und den Jobcentern zentral. Und dazu gehört vor allem eins: Augenhöhe. Denn nur auf Augenhöhe können Menschen auch ihre Fähigkeiten und Talente einbringen. Und genau da müssen wir hin. Nehmen wir also Abstand davon, Menschen durch Druck und Zwang erziehen zu wollen, garantieren wir ihnen Teilhabe und Würde und Perspektiven, und sie werden sehen, wie viel Potenzial in Menschen steckt, das heute leider noch völlig brach liegt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die CDU-CSU-Fraktion